Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Achso, ich habe die Fackel in der Hand, kann ich nicht blocken, stimmt. Ach, brauchen wir auch nicht, der Typ ist nicht wirklich stark. Also folgen wir ihm. Nicht du schon wieder. Dieser Ort gefällt mir nicht. Kann man auch nichts looten? Aber egal. Wieso gefällt ihm dieser Ort? Ich finde ihn relativ, obacht, jetzt kommt. Malerisch. Das Schlafgemach. Oho, gibt es hier eine kleine Bettgeschichte? Wahrscheinlich nicht. Waschbecken. Hm. Mit Blutflecken. Was haben wir denn da? Nachthemd. Ein Nachthemd. Offenbar nie getragen. Ein blutiges Handtuch. Blut nicht ganz abgewaschen. Etwas ist im Stoff gelandet. Hm. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Schlägerei, Prügelei. Hat er sie geschlagen? Hat sie ein Kind verloren? Der Docht ist fast weg. Okay. Gehen wir mal herüber. Zu dem Glas hat er nichts gesagt. Zu Obschall auch nicht. Oh, jetzt muss ich wieder irgendwas anrichten oder was? Ich sehe da einen Schal, ein Glas. Guck mal, das ist dieses Gemälde, was versteigert wurde, die von Knob oder wie das hieß. So, was soll ich jetzt machen? Hm. Der Kreis ist aber auch hier draußen. Deine Erinnerung wieder herzustellen. Der Kreis ist auch noch hier draußen. Mal gucken. So, da drüben nicht mehr. Das ist abgeschlossen. Also muss es schon nur da drin sein, in den zwei Räumen. Ich weiß gerade nicht so richtig. Es gibt ja hier nichts mehr zum Interagieren, oder? Hat es wieder was mit den Kerzen zu tun? Kann ich mir aber kaum vorstellen, dass es zweimal das gleiche ist. Ach, hier unten liegt ja auch noch was. Ach ne, das ist eine runtergetropfte Farbe. Ich kann hier halt nichts machen. Ich kann mir nur das Bild anschauen und das war's. Kerzen auszumachen, wüsste ich jetzt nicht wieso. Auf dem Bild war auch nichts drauf. Von wegen Kerzen. Mit der Frau konnten wir bisher gar nichts machen. Hier schimmert es zwar wie bei ihm, aber passiert nichts. Hier irgendwas. Ah, hier muss ich was hinstellen. Sag mir das doch. Oh, toll. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit.
Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Sie hat Olgierd gemalt, aber die Details stimmen nicht. Da fehlt doch was. Ein Kelch, wie der auf dem Bild. Aha, deswegen hat er nichts dazu gesagt gehabt. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Hierhin? Was? Vielleicht so. Ich habe das Bild nicht so gut gemerkt, ich dachte, wäre rechts. Hierhin. War in der Mitte? Müsste passen. Das gehört hierhin. Endlich. Genau wie im Bild. Lächle ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Hm? Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Olgierd! Ich komme nicht raus, muss wieder gegen diese Schatten da kämpfen, oder? Naja, das wird wahrscheinlich dann der Endboss sein. Geh zu Olgierds Studierzimmer. Okay, zwei Erscheinungen, aber die drei Erscheinungen? Ne, zwei, ne, drei, aber die waren ziemlich schwer. Ah, die können nicht brennen. Weiß es noch mehr als drei. Seh nix. Schon wieder? Das sind doch. Hä? Das sind schon mindestens sechs oder so. Aber es sind trotzdem einfach leichter als die Spinnen. Meister von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Die Tore der Mysterien, zwischen den Welten, die Bibliothek eines Okkultisten. Zwischen den Welten. Von allen Wesen, die äußeren Sphären bewohnen, sind die Geister der Elemente den menschlichen Wesen am fremdartigsten. Sie besitzen einen eigenen Willen und sind intelligent, jedoch nicht in der Art der Menschen, da es keine Möglichkeit gibt zu ergründen, was sie antreibt und welches ihre Absichten sind. Ich will immer Genie sagen. Genien, die mächtigsten der Elementargeister, erweisen sich als im Umgang mit den Menschen am schwierigsten. Nur wahre Meister der Magie haben diese Kunst in langen Jahren der Studien und durch gefährliche Experimente perfektioniert. Und doch vermögen selbst die geschicktesten Magier einen Genius nicht zu zähmen, sondern nur ihn zu zwingen, bestimmte Dinge gegen seinen Willen zu tun. Man sagt, dass der Magier Stammelfort einst einem Deao befahl, einen Berg zu versetzen, der ihm die Sicht aus seinem Turm versperrte. Doch selbst er konnte niemals einen Genius davon überzeugen, ihm ein williger Helfer zu werden oder ihn mit Ratschlägen zu unterstützen, da die Logik dieser Kreaturen dem Verständnis der Menschen unzugänglich ist. Ja, die sind super cool, die Genien, das haben wir jetzt mittlerweile gelernt, alles klar, Bingo Bongo. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden.
Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Kreide. Das Anwesen war im Winter deprimierend finster. Blutpakte über fremde Präsenzen. Blutpakte über fremde Präsenzen. Wer auch immer eine Erscheinung in unserer Welt herbeiruft, geht ein hohes Risiko ein. Ob sie nun als Geist im Äther aufflackert oder im Fleisch eines Wirtes haust, die Erscheinung strebt danach, Freiheit zu erlangen und richtet großen Schaden an, sobald sie dies geschafft hat. Daher müssen Erscheinungen stets innerhalb eines Schutzkreises beschworen werden, der sie derart zu binden vermag, wie es keine fesseln können. Der Kreis muss vollständig sein und darf keine Unterbrechungen aufweisen. Seine Linie muss von sicherer Hand gezeichnet werden, die Kreide fest im Griff hat. Da schon ein falscher Schritt hervorgerufen durch Unaufmerksamkeit oder die List der Erscheinung die Linie verwischen kann, muss der Kreis durch eine Barriere aus brennenden Bienenwachskerzen zusätzlich abgesichert werden. Ein derart geschützter Kreis dient als Gefängnis, aus dem es für die Erscheinung kein Entkommen gibt. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Lass mich raten, dieser Odir Odim, den hat er gerufen, den hat Olgird gerufen und es ist irgend so ein Geist, Dämon, wie auch immer. Bienenwachskerzen. Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Kerzen auf dem Pentagrammspitzen, Kerzen auf dem Kreis, Kerzen auf den Spitzen. Oh Gott. Muss ich mir nochmal angucken. Muss überlegen. Kerzen auf den Spitzen. Na, eigentlich stand ja drin, dass man es ringsherum machen soll, oder? Also gut. Kerzen auf den Spitzen, Kerzen auf dem Kreis, das Pentagramm. Mal so versuchen. Komm zurück. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Wenn das die Erinnerung von ihr ist und die das gemalt hat, wer wusste die denn, was der hier in diesem verschlossenen Raum macht? Udoyanum Feus, Soba Camisa Iala, Soba Camisa Abarasas. Welchen Zauber muss ich nehmen, verdammt? Ich hab sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Verflucht. Feuer! Hier drinnen, schnell! Löscht die Flammen! Das habe ich nicht erwartet. Dem Feuer zu entkommen. Du musst einen anderen Ausgang finden. Jetzt muss ich direkt selber husten. Erinnert mich doch an das Hauptspiel.
Solgild, Iris und ihr Vater? Leer, bis auf den letzten Tropfen. Na, es zieht sich ja doch ganz schön hin, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall interessant gemacht. Also finde ich es nicht schlimm, dass es sich zieht. Ein Messer, blutbesudelt. Olgierd hat sich die Narben auf den Schultern wohl in jenem Winter zugelegt. So hat er angefangen zu rauchen. Ein Bierhumpen. Aber es war Wodka drin. Ja, es ist klar, man will ja nicht ständig nachschenken, oder? Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Ehevertrag. Wir, die Unterzeichner Iris Bielewitz und Olgierd von Everreck, sind übereingekommen, unsere Liebe mit einem Ehevertrag zu besiegeln und uns an bestimmte Vereinbarungen zu halten. Dieses Dokument soll als Eid vor den Göttern und all dem, was wir als heilig erachten, dienen, bis dass der Tod uns scheide. Wir werden einander mit gegenseitigem Respekt behandeln und die Wünsche und Meinungen des jeweiligen anderen angemessen beachten. Sollte es zu einer Trennung kommen, werden wir beide alle in die Ehe eingebrachten Besitztümer, ob beweglich oder unbeweglich, sowie vom jeweils anderen während des Zeitraums der Ehe empfangene Geschenke behalten. Das von den Parteien erzielte Einkommen soll nach jeweils eigenem Gutdünken ausgegeben werden, wobei alle Kosten der Wartung und Instandhaltung gemeinsamer Besitztümer zu gleichen Teilen zwischen den Parteien aufgeteilt werden. Okay. Ich glaube, das war's. Wir geben dem wahrscheinlich mal den Becher in die Hand. So hatte sich also die langen Winterabende vertrieben. Ihr Vater muss den Vertrag gehalten haben. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Kommt zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß Ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Vater! Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Zeig mir, was du zu bieten hast. War also anständig böse, der Kollege. Hallo, wo rennst du hin? Okay, da ist wenigstens in der Ecke und alleine. Die machen es aber gerade einfach, die Kollegen hier. Warum rennen die alle da hinten rein? Was ist denn los mit euch? Weil er scheinbar sehr einfach sterben, wie es aussieht. Damals hat von Everreck aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Aber er scheint sich ja mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt zu haben in seiner Unsterblichkeit. Ist er nicht mehr ganz so böse, wie es aussieht. Olgierd. Ich entsinne mich. Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Pedell, ach, da war er wohl schon dabei, oder was? Krass. Tierhaar. Gedeckt für eine Person, sonst für niemanden. Oh, das war echt... Das ist eine traurige Geschichte, also... Krallenspuren. Eine Terrine. Wohl für Suppe. Eine große Tonschüssel.
War also, ja, wahrscheinlich in guten oder mit den besten Absichten hat er da irgendwelche scheiß Dämonen beschworen, dann ist er böse geworden und unsterblich. Und ich wette mit euch, der hat diesen Odir Odin beschworen. Und jetzt bekommen wir ihn halt nicht mehr los. Und der will jetzt seine Seele haben und ihn mitnehmen oder irgend sowas. Eine Platte. So, dann würde ich langsam sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat. Stimmt wohl nicht. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Tschüss.